viewers. I am Ivy the Android, and here is the latest news. This is footage of last week's major dinosaur outbreak. Ach, überspringen, liebe Leute. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einem Angezockt-Test mit mir, dem Vogelmann, zu Exo Primal, das neue Spiel von Capcom, was ab heute im Game Pass gelandet ist. Ja, wie beschreibe ich denn das Spiel? Das Spiel ist eine Art Horde-Modus mit Cyborgs und man kämpft gegen Dinosaurier. Genau so habe ich das erstmal verstanden. Ja, so. Anscheinend hat das auch Spiel auch einen Charakter-Editor. Ich muss sagen, der gefällt mir schon mal, der Typi. Nur die Haare, die sind nicht so meins. Eigentlich müssen wir meine Haare tragen. Ja, das passt doch. Gesichtsbehaarung. Ey, was ist denn hier los? Ach, Festling mit X. Ah, okay. Das gefällt mir auch. Make-up. Haben wir keins. Narben. Schauen wir mal. Ja, Mann. Das sieht doch gut aus. Bemalung. Brauchen wir auch nicht. Oh. Oh, das finde ich cool. Schwarz-rot. Ja, passt doch. Schon ist mein Charakter fertig. Einstellen, speichern. Yes. Ui. Data logging complete. Please proceed to the firing range. Alles klar. We will now take an exo-fighter aptitude test. Jo. Leviathan will provide instructions for operating exosuits. Do not deviate from Leviathan's guidance. Mhm. Ich bin Leviathan, eine dich leitende künstliche Intelligenz. Wächterdrohnen überwachen dein Vorgehen und sorgen für Sicherheit. Wir wollen wissen, wie du klarkommst. Willkommen bei der Exofighter-Eignungsprüfung. Wir gehen die Operation von Exosuit Version 932, Dead Eye, nochmal durch. Achte auf die Wächter. Vergiss nicht zu lächeln. Nun hierher. Bitte versuche dich nun zum angegebenen Zielort zu begeben. Alles klar. Behalte deinen Kurs über und um Geländehindernisse herum bei. So. Schieße auf das Ziel. Ach, das hier. Bewege dich in die rechten Spuren. Bitte konzentriere das Feuer auf die weiter entfernten Ziele. Bitte benutze Sprinten, um schneller zum nächsten Bereich zu kommen. Welchen Bereich denn? Ah, okay. Glückwunsch. Du nimmst an einer Schießübung mit scharfer Munition teil. Bitte wähle das Modell Dead Eye aus. Ziele werden für dein Training bereitgestellt. Magst du Dinosaurier? Jeder einzelne Aldiosexosuit hat besondere Fähigkeiten. Der Dead Eye Exosuit benutzt seine Gewehrgranaten für gewaltige Fernexplosionen. Neue Ziele werden bereitgestellt. Aktiviere Gewehrgranate, um große Gruppen von Raptoren zu vernichten. Okay. Manchmal findest du als kleines Dankeschön nützliche Fertigungschips in den Missionen. Hol dir schnellstmöglich den Chip, na los. Mit den Fertigungschips kannst du äußerst nützliche Fertigungsgegenstände platzieren. Mauern stoppen feindliche Angriffe, lassen verbündete Angriffe aber durch. Okay. Wir werden bereitgestellt. Exosuits haben starke Oberdrahtfähigkeiten. Probier's aus. Schieße Geld als Clustersalbe durchs Gemäuer und erledige die Der Radschwingen abgeschlossen. Wechsle Exosuits mit der Option Anzugwechsel. Anzugwechsel. Zu welchen? Ach, er hier. Okay. Disengage.
Dem Modell Rotblock steht ein hochmodernes Schild zur Verfügung. Eliminiere Ziele mit deinem Standardangriff. Okay, das sind Nahkämpfer. Ja, kommt her. Aktiviere die Fähigkeit Hohn und der Dinosaurier fokussiert sich auf dich. Aktiviere jetzt Hohn. Benutze deine ballistische Mauer gegen die Raptoren. Heute nicht meine Freunde. Worldwide Training erfolgreich abgeschlossen. Tricks steigern deine Fähigkeiten und bedeuten weniger Kopfschmerzen. Das Kanonenrig ist ideal, wenn du einen weitreichenden Laser brauchst. Neue Ziele werden vorbereitet. Eliminiere Ziele mit dem Kanonenrig. Wenn du überleben willst, solltest du deine Ausrüstung dementsprechend anpassen. Wechsle jetzt zum Modell des Witch-Doktors. Unterstützung, Angriff, okay. Ja. Das Modell des Witch-Doktors ist etwas für echte Teamspieler. Ein Anzug, der saubere Ziele lähmen kann. Willst du es einmal versuchen? Benutze Lähmung, um die Ziele zu stoppen. Aus Witch-Doktors Reparaturfeld kommt ein Strahl, der Verbündete heilt und repariert. Aktiviere jetzt das Reparaturfeld. Das hat ja richtig was von so einem MMO. Repariere deinen Verbündeten mit Füttern. Der Dominator ist das Neueste in Sachen Dinosaurierkontrolle. Mit dem Dominator kannst du Dinosaurier im Kampf steuern. Rüste jetzt deinen Dominator aus. Aktiviere deinen Dominator und rufe einen Carnotaurus herbei. Alter, ich kann einfach mit T-Rex spielen. Auf Instruktionen. Okay. Well done. Calculating aptitude test result. Result. Exemplary. Congratulations. Ja. Yes. You are now a member of Standen. The Ibeus family. As a new exofighter, Ibeus will be assigning you to an extremely safe detachment. Patrol unit number 52585. Codename, the Hammerheads. We look forward to seeing you grow with Ibeus. Okay. Gut, liebe Leute. Schon mal den ersten Erfolg. Auch schön. Ibeus promptly formed the committee tasked with investigating the cause of the incident at Second Tower. Some involved playing the rogue AI Leviathan is operating on the entire system. Inept. We don't exist. Hey, what do you think this is? Bang's boarding house? You want something to do? Go get that suit of once over. Another year of fixing your suit, huh? Well, I'm too big to dance. Too old to see. Come on. Check me off, Quaker. Absolutely not. What's the matter, Ace? Is circling Leviathan day and night boring you? No, I'm ready. I'll be all Swiss Army knife on the side.
That doesn't make for a great technician. I don't know what does. Patrol. Patrol what? Nothing has come on or off this island in 3 years. We're assigning you to a new team. Don't think of it as a demotion. Think of it as a... What, Leviathan's right there? You think it can see us? Attention, crew. Vortex warning from Ibius HQ. We're not on dino duty today. Vortex hazard level 5. Tell you what. Heads, we'll go check it out. Tails, not our problem. Not our problem. Oh, fucking blasted! Chief? Sandy, out of curiosity, where is that vortex? There. Yeah, plätten wir jetzt mal ein paar Dinos. Let's go. Ich bin Leviathan, die dich leitende KI. Willkommen auf Bikitoa. Das Ding redet Deutsch. Verwirrend. Ibius führt hier unter meiner Aufsicht seine wichtigste Forschung durch. Ich habe Neuigkeiten. Du hast die Erlaubnis zur Teilnahme an der laufenden Forschung und Entwicklung von Ibius. Ich werde dein Überleben gewähren, wenn du hervorragende Kampffähigkeiten zeigst. Sei dir dessen bewusst, dass die Teilnahme obligatorisch ist. Als Mitarbeiter von Ibius musst du tun, was ich sage. Initiere dimensionale Integration. Forschungsthema Exofighter. Transferiere in neue Kriegsspielphase. Was geht hier ab? Willkommen in meiner Forschungseinrichtung. Exoprimal. Kann ich jetzt endlich fighten, kämpfen?
Geht doch hier ab, geht weit. Uiuiui. Doch nicht? Shot a dinosaur before? Oh. All right, Ricky. I'm gonna show you the ropes. That's the car. Hey there, Hardcase. You can call me Magnum. Die nächste Kriegsspielinstanz mit angehäuften Exofighter. Mache dich für eine Initialisierung bereit. Nearly hired, eh? Oh, good luck to you, Rookie. Dimensionaler Transport eingeleitet. Oh yeah. Teams of firefighting in these war games, you know? Man, we aren't the only nutjobs risking our hides. Let's blow their minds! Der Tod nähert sich. Auftretung starker Herzbelastung möglich. Folge mir für ein zufriedenstellendes Kriegsspiel. It ain't kidding either. Do just as it says, and you'll be fine. If you want to survive, you better complete the assignment. Alles klar. Und let's go. Folge dem Wächter. Kampfbereich wird vorbereitet. Neue Ziele werden bereitgestellt. Greife die Raptoren an und eliminiere sie. Warnung, Gefahr erkannt, dass du umzingelt wirst. Listen up, Hardcase. It's either kill or be killed out here. Don't want to end up Dino Chow, do you? Ach, okay. Yeah. Let me fill you in on a neat little trick. You can view mission info by bringing up help navigation. Use this when you're in a pinch. Gut, weiter. Also kann ich mir ungefähr vorstellen, dass wir mit Mitspielern oder Leute, die das Spiel spielen, halt dann auch in solchen Wellen dann kämpfen. Bisher bin ich noch ein bisschen skeptisch, was das Spiel angeht. Aber wiederum denke ich mir so, ich mag stumpfsinnige Ballereien. Begib dich zum nächsten Ziel. Alles klar. Leviathan runs these war games and pulls hundreds, thousands of exofighters from other dimensions right here to beautiful Bikoto Island. And that includes you and me, Hardcase. Folge der Linie und nimm an der Mission teil. Dinosaurierjagd. Ein neues Ziel wurde bereitgestellt. Greife den Triceratops an und eliminiere ihn. Now that's a big one. If you don't want another hole, then don't get in front of that thing. Play it safe. Alright, roadblock. Stop it in its tracks.
Uiuiui. Hier, komm her. Exofighter, bitte begibt euch zum nächsten Ziel. Not sure if you've noticed, but it's the year 2040. We're on Bigotoa Island the day the Stratovator came down. Leviathan was operating war games then too. And those war games are run on repeat day after day so that mugs like you and I can fight in them over and over and over. I'm sure you've got questions, so listen up. We're going to be sent back to our dimensions when this war game's done. You might have seen a corpse on the ground before Leviathan yanked you. Those bones are wrapped around a device. Scoop it up and connect it to your carrier. Alles klar. Noch eine Attacke bis zum nächsten Ziel. Ja, wenn es noch ein paar coole Bossfights geben würde, dann... Deine Daten werden ausgewertet und aktualisiert. Sehr gut. Du bist außergewöhnlich. Stell dich dieser außergewöhnlichen Bedrohung. Neues Ziel wird bereitgestellt. Alles klar. Greife den gefährlichen T-Rex an und eliminiere ihn. T-Rex? Was passiert denn jetzt? Übung protokolliert und zeitliche Instanz läuft aus. Habt einen tollen Tag. Another die, another dinosaur. That's Hasselhard, guys. Here, like this. For luck. See you around, mate. Hoffe ich doch, hoffe ich doch. Reise ich hier komplett durch die Zeit oder was ist hier los? Ugh, what is in this thing? Tequila, creme de menthe, in my secret ingredient, Scotch bonnet peppers. Ugh. Okay. I think I got it. Think? Here we go. One. Two. Three. Four. Just... Oh. Okay. I definitely got it. No response on all radio frequencies. The connection to IBS network failed. Forget the network connection, Sandy. Just try to contact Ace. Ugh. If Ace would have survived, they would have checked in by now. You're underestimating his team, Your Majesty. Just stop calling me that. Oh! Sorry, bit of a pinch there. Ace is gonna make it. Yeah, the Chief's right, Your Maj. I mean, Ace might not have called in, but you know these strong silent types are. I slapped my ball bearings. Ace really isn't dead.
Alter, liebe Leute, ich möchte zocken. Start. Welcome back, Ace. How may I assist you? Dino Survival Buddies. Kriegstruhen. Okay. Start. Dino Survival Kämpfe, um die Story voranzutreiben. Kriegsspiel Hangar. Schauen wir einfach mal, was wir haben. Alter, was gibt's denn für abgefuckte Dudes hier? Große Reichweite, gute Positionierung. Okay. Was haben wir hier? Alter, er hat ein fettes Schwert. Jetzt im Microsoft Store kaufen. Kann auch Spielerstufe 30 mit Bitcoins gekauft werden. Aha. Ah, nehmen wir zuerst den hier, ne? Der sieht ganz nice aus. Karriere. Survival Pass. And here I thought you were dead. Aha, ein Battle Pass. Auch kaufen. Gut, verstehe. Kriegsspiel, Hangar. Spielersuche starten. Ich wollte eigentlich meinen Typen ändern. Jetzt spielen wir mit anderen Spielern zusammen, oder was? Ich bin mal gespannt. Willkommen im Kriegsspiel, Exofighter. Ich bin die hochentwickelte künstliche Intelligenz Leviathan. Ich brauche alle Exofichter für die Teilnahme an Kampfübungen. Dies ist ein kompetitives Szenario mit zwei Teams. Das Team auf der anderen Seite ist das gegnerische Team. Das Team, das alle zugewiesenen Ziele zuerst erreicht, gewinnt. Mhm. Das Siegerteam ist berechtigt, weiterzuleben. Daten weisen darauf hin, dass Menschen ihre Leistung durch Wettkämpfe verbessern. Kämpft um den Sieg, kämpft ums Überleben. Kämpft für die Forschung. Alles klar, okay. Es sind feindliche Spieler im Team. Zu bekämpfen. Die Dinosaurier, die ich in dieses Kriegsspiel bringe, sind besonders grausam. Warnung! Der Tod ist bei dieser Übung praktisch sicher. Folge dem Wächter. Ihr nehmt jetzt an einem Dinosaurierkampf des Teil. Alles klar. Exofighter, folgt dem Wächter. Dinosaurier-Aktion wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Alles klar, wir sind schon mal schneller als das andere Team. Kampfbereich wird vorbereitet. Raptoren herbeigerufen.
Ich komme. Tyrannodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Tyrannodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Des Wächters. Folge der Linie und nimm an der Mission teil. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Dinosaurierjagd-Mission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Raptoren herbeigerufen. Tyrannodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Toren. Da haben wir einen Heiler bei uns. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab. Folge der Linie und nimm an der Mission teil. Dinosaurierjagd-Mission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Kapitalosaurier herbeigerufen. Mein Hilfe. Raptoren herbeigerufen. Schnell. Los. Raptoren herbeigerufen. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Geil. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Folge der Linie und nimm an der Mission teil. Dinosaurier wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Kapitalosaurier herbeigerufen. Tyrannodons herbeigerufen. Raptoren herbeigerufen. Tyrannodons herbeigerufen. Nein, alles weg. Los. Geil. Dinosaurierjagd abgeschlossen. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Dinosaurierjagd-Mission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Ein Triceratops herbeigerufen. Ein Fetter oder was? Ja. Los, kipp ihn um. Geil. Und ein Erfolg. Achtung, es folgt die letzte Mission. Bereitet euch auf eine interdimensionale Reise und den Kampf vor. Okay. In der letzten Mission geht es um den Datentransport. Bist du nahe am Datenwürfel, bewegt er sich. Eskortiere ihn zum Ziel.
Bis der Datenwürfel zerstört, bleibe in der Nähe, um ihn zu reparieren. Alles klar. Glückwunsch. Nimm den Kampf mit den Gegnern auf. Eine abgeschlossene Mission ist das Verbinden eines jeden Exo-Fighters. Faktoren herbeigerufen. Heteranodons herbeigerufen. Achtung, das gegnerische Team hat diese Dimension betreten. Es besteht die Gefahr, dass du angegriffen wirst. Achso, es besteht die Gefahr auch noch. Heteranodons herbeigerufen. Der Eskorte 20%. Eskortiere den Datenwürfel in der Nähe, um die Mission abzuschließen. Alles klar, wir sind dabei. Ich habe einen Dominator bereitgestellt. Er kann mit einem feindlichen Dinosaurier einfallen. Heteranodons herbeigerufen. Okay. Deine Verbündeten sind nahe der Gegner in der Offensive. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels 20%. Fortschritt der Eskorte 40%. Gegnerisches Team aktiviert einen Dominator. Kontrollierter Dinosaurier der Gegner im Anmarsch. Die Zerstörung hat oberste Priorität. Das gegnerische Team ist in der Offensive. Schlage zurück. Ein Dominator wurde für dein Team erschaffen. Übernimm mit dem Dominator einen Dinosaurier und greife die Gegner an. Attacke, 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 los, 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 los. Heteranodons herbeigerufen. Okay, okay, okay. Fortschritt der Eskorte 60%. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels 40%. Mega nice. Traktoren herbeigerufen. Wir sind bisher ganz gut, ey, das muss ich sagen. Und er hält da alle richtig geil auf. Fortschritt des gegnerischen Datenwürfels beträgt 60%. Fortschritt der Eskorte 80%. Ich habe irgendwas Schönes auf dem Rücken. Der Sieg ist nah. Demonstriert beispielhafte Kampffähigkeiten durch einen Sieg über das gegnerische Team. Ein ausgeglichener Kampf. Der Datenwürfel hat das Ziel erreicht. Vorbereitungen für den Transfer des Datenwürfels werden gestartet. Schnellere Vorbereitungen der verbündeten Exo-Fighter in der Nähe des Datenwürfels. Setze die Eskorte des Datenwürfels fort. Ah, geil.
Oh. Oh. Das war sehr gut. Transfervorbereitung 60% abgeschlossen. Lufttransfer wird bald initiiert. Na, hoffe ich doch. Gewinnen wir die erste Runde? Das wäre geil. Kampftest abgeschlossen. Du hast gewonnen. Dieses Team zeigt gewaltiges Potenzial. Sehr schön. Bis zum nächsten Kampftest gibt es eine kleine Ruhepause. Nutzt diese unglaubliche Vergünstigung für Angestellte in vollen Zügen aus. Super Team. Das muss ich ja sagen. Also, das hat mir ja richtig gefallen. Tolle News. Du hast die Erlaubnis zum Überleben. Danke. Du bist ein idealer Proband für solch ein bedeutendes Experiment. Dein neuer Auftrag ist ein ewiges Kriegsspiel. Erkunde dein Potenzial in tödlichen Kämpfen gegen Minium-gesiedelten Dinosaurier und deine Exofighter-Kollegen. Sieh dir die besten Exofighter dieses Kriegsspiels an. Okay, ich bin nicht dabei. Schade. Aber sehr schön, ey. Gute P bekommen, Survival-Passstufe. Zurück zum Start. Majesty? Ach, überspringen wir hier einfach. Story ist mir, glaube ich, in dem Spiel egal. Premium-Range verfügbar, bla bla bla. Brauche ich nicht. Aber... Gotta get this bird back in the air. Grundeinstellungen. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das reicht erstmal für den Anfang und ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Mir gefällt das Spiel bisher noch so semi. Also ich finde die Idee dahinter mit dem ganzen Dinos und Wellen, dass man gegen andere Spieler kämpft, mega nice. Mal gucken, was daraus noch so wird. In dem Sinne, ich werde es noch ausgiebig spielen und testen. Vielleicht kommt noch ein zweiter Angezockt-Test. Man weiß es nicht. Meine Meinung ist noch ein bisschen verhalten. Aber wir schauen einfach mal. Macht's gut. Haut rein. Euer Vogelmann. Ciao.